Jeder, der kann, tummelt sich gerade am Wasser bei dem tollen Wetter. Und natürlich wird da auch mal Alkohol getrunken. Unser Test zeigt, wenn wir dann angesäuselt ins Wasser gehen, machen wir alle einen Fehler, der uns gar nicht bewusst ist, aber schon einigen zum Verhängnis wurde. Außerdem jetzt bei uns. Skandal bei Zara. Mitarbeiter der Modekette werden heimlich gefilmt und eine Filialleiterin packt aus. Dass bei uns speziell Mütter rausgeekelt werden, ist von ganz oben angeordnet. Damit hallo zu Explosiv. Ab ins Wasser. Das ist das Beste, was man bei dieser Hitze machen kann und was am Wochenende natürlich auch viele getan haben. Klar gehört für die meisten auch ein Bierchen dazu. Aber wer dann angetrunken ins Wasser geht, vergisst eine entscheidende Sache. Christina Hecking und Timo Buschhausen zeigen, worauf sie unbedingt achten sollten. Wie fühlt es sich an, wenn man als alleinerziehende Mutter den Job verliert? Der Chefetage von Zara ist das offenbar nicht nur egal. Mütter ganz schnell loszuwerden, wurde offenbar von der Chefetage angeordnet. Zum ersten Mal spricht jetzt eine ehemalige Filialleiterin über den skrupellosen Umgang mit Mitarbeitern. Und wir erfahren exklusiv, dass Angestellte von Zara sogar heimlich mit Kameras überwacht wurden. Alexander Römer und Nina Rositzke berichten. Dieser Crash hier geht glimpflich aus, aber was die Rollerfahrerin danach macht, haben sie noch nie gesehen. Und mit diesen Knallern kommen wir gleich zurück. Willkommen zurück mit einem spektakulären Fall. Daniel Belling soll seine Ehefrau bei einer Kreuzfahrt über Bord geworfen haben. Die Polizei ist sich da ganz sicher. Doch niemand will etwas gesehen haben und eine Leiche gibt es auch nicht. Unser Reporter Udo Gümpel hat jetzt exklusiv ein Interview mit Daniel Belling geführt. Und wer sich da verhält, ist haarsträubend. Fall Kappe über einen vielleicht perfekten Mord. Bleiben weiter dran. Und jetzt ein krasser Rollerunfall. Doch was danach passiert, ist fast noch heftiger. Hier ist Kompakt von Madeline Zilch. Süß. Ist sie der eigentliche Trennungsgrund? Bert Wollersheim spricht jedenfalls wieder einmal von der großen Liebe. Und für alle, denen es zu schnell ging, mit seiner Bobby, die im Sommerhaus noch die Frau an seiner Seite war, ist alles aus. Eva Ruhlmann hat Berti und seine Neue zum Interview getroffen und natürlich gefragt, habt ihr Bobby betrogen? Carolina Kaminska berichtet. Total. Und exklusiv hat jetzt eine kleine Sensation. Heidi Klum trifft sich wieder mit Flavio Briatore, dem Vater ihrer Tochter Leni. Und die Kollegen vom Star-Magazin erklären auch, warum. Jetzt gleich im Anschluss. Tschüss.